Und hoffentlich kann er uns weiterhelfen. Schönes Spielzeug. Machen wir das Ding nochmal auf. Gut, und nun reden wir mit ihm. Ich höre dich. Der Tank des Schlafwandelns hat hervorragend funktioniert. Hat er sich entschuldigt? Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist also gelöst. Ja, aber bis ich Wilbur befreit habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich. Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund. Ich spreche von wichtigen Problemen. Beunruhigenden Problemen. Na, danke. Und zwar? Meine Pilze sind alle. Pilze? Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Das möchte ich wetten. Kannst du nicht welche besorgen? Ich habe doch einen einstecken. Was bekomme ich denn dafür? Vielleicht. Was bekomme ich dafür? Aber ich habe dir mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Und das war sehr nett von dir. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Vielleicht brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Vielleicht, aber schon. Ist der Pilz, den wir haben, ist das so einer? Warum sollte ich ihm die Pilze geben? Kann der mir mal noch sagen, wie die aussehen? Ich höre dich. Was sind denn das für Pilze? Und was sind das genau für Pilze, die du haben willst? Man nennt sie Geisterpilze. Sie sind sehr selten. Sie wachsen nur dort, wo der Tod nahe ist. In Gräbern, Totensümpfen und solchen Orten. Meine habe ich mir immer in der Gruft dort draußen gesucht. Und wie sehen diese Geisterpilze aus? Es sind kleine, lilafarbene Pilze mit grünen Sprenkeln. Sie leben dort, wo es feucht und modrig ist. Deswegen riechen sie auch sehr alt, verfault und tot. Je verwester ihr Geruch, desto besser ist ihre Wirkung. Kleine lila Pilze mit grünen Sprenkeln. Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze, das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Ach, Manu. Kannst du mir den Tanz beibringen? Ich habe dir schon beim Trank des Schlafwandelns geholfen. Und was tust du für mich? Ich suche die Pilze. Du hast mir noch nicht einmal die Pilze besorgt, um die ich dich gebeten habe. Schon, aber... Bring mir die Pilze, dann helfe ich dir beim Blitztanz. Gut. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Oh, eine andere Verabschiedung. Es sind lila... Warum sollte ich... Ja, warum? Das haben wir doch gerade geklärt. Also, gibt's in der Gruft so eine Pilze? Lass uns mal nachschauen. Hier ist erstmal nichts mehr zum Angucken. Gucken wir mal runter, ob da Pilze wachsen. Nope. An modrigen Orten. Können wir jetzt an irgendeinen anderen Ort gehen? Nope. Aber in dunklen Höhlen? Gibt's hier diese Pilze? Vielleicht unten? Hier war doch noch eine... Nein, da kann man nicht reinklettern. Müssen wir mal alles durchgucken, ne? Für irgendwo lila Pilze sehen. Oh Mann. Ich glaub's aber nicht. Ehrlich gesagt. Und der Kleine steht noch im Dunkeln. So, scheint ihm nicht viel auszumachen. So, aha, Kupferader. Vielleicht unten noch die Pilze. Oder muss ich jetzt wirklich mit dem Helm zum Ork? Der hat ja gesagt, ich soll ihm zeigen, wenn... Das kann ja auch noch sein.
Ach, Nate, geh doch mal ein bisschen schneller, bitte. Dann können wir noch was angucken. Dieser hässliche kleine Kerl ist die Gottheit der Erdwichtel. Nachdem ich den Helm mitgenommen habe, hat er hier wieder das Sagen. Sollte er uns doch dankbar sein. Sich als eine Gottheit ausgeben? Wie kann man nur? Ein schändlicher Frevel und Wusa wird dich bestrafen. Na klar. Wusa sieht ganz zufrieden aus. Und am besten rühre ich ihn nicht an. Die Erdwichtel würden wahrscheinlich ausflippen. Ach was. Hast du nichts dabei? Nimm ihn ruhig mal in die Hand. Kannst ihn auch schütteln. Kein Problem. Echt? Gibst du mir absichtlich schlechte Ratschläge? Hätte ich etwa einen Grund dazu? Na toll, ich habe einen Helm, der mit mir redet. Sehr schön. Aber ich habe nichts Glänzendes für den Erdwichtel. Also wieder zurück und wir zeigen den Helm mal dem Ork. Aber der wird uns nur sagen, ah, da fehlt aber noch ein bisschen was. Mann, 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 dass das so kompliziert ist. Hallo, guck mal, ich habe einen Helm. Hallo, Häuptling. Zum Gruße, Mensch. Schau mal. Schau mal, ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Oh, sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch. Er kann sprechen. Sag mal was. War ja klar. Oh ja, toll. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Aha. Es ist nur, mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber vielleicht wird das ja noch. Der hält sich gerade für bekloppt, der Ork. Ich habe schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Nur weil du einen guten Helm hast? Das reicht bei weitem nicht. Komm wieder, wenn das Set vollständig ist. Ich komme wieder. Okay, das bringt ich also auch nichts. Ich warte hier oder was auch immer er sagt. Langsam kennt man das Ganze. Na komm schon, Nate. So, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ich wollte mal gucken, jetzt wo der Topf offen ist, ob ich was drin kochen kann. Geht ja nichts mehr. Schön, jetzt haben wir wieder einen Hänger, nachdem es gut weiterging. Schließe den Topf. Nein, ich will was reintun. Kann man nicht irgendwas... Öffne den Topf, schließe den Topf, aber... Ordnung, damit habe ich ein Pompon an einer Schnur. Und was bringt uns das? Müssen wir den mal irgendwann irgendwo von oben runter lassen oder was? Grab. Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, aber... Kann man nicht aufbrechen. Gut, dann gibt es hier erstmal auch nichts weiter. Wir brauchen ja immer noch was, das wir da drauf drücken können als Siegel. Ein Haufen Schrott. Klingt doch alles ganz durch. Ja, das haben wir auch schon geklärt. Oh Mann. Ich brauche diese Geisterpilze. Und was noch? Ich kann ja
die Pilze. Definitiv. Das sind lila Pilze. Warum sollte ich Pilze anmalen? Ja, hallo. Mit grünen Sprenkeln. Warum sollte ich Pilze... Gibt keine Hilfe weiter erstmal. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Weißt du etwas über Geisterpilze? Ah. Ja, das sind so kleine lila Pilze mit grünen Tupfen. Dieser Taucher kauft dem Chef regelmäßig welche ab. Dem Chef? Und weißt du, wo man sie finden kann? Da musst du schon den Chef fragen. Gut, danke. Ich muss weiter. Atmen, mein Herzschlag. Lass dich. Ja, komm. Tut mir leid, wenn ich das jetzt immer ein bisschen abbreche, aber... Wir haben es doch schon oft genug gehört, denke ich. So, also zu hey, dir. Hey, Chef. Ich brauche die Pilze. Ah, der Lebende. Ja, genau der. Ich suche Geisterpilze. Weißt du, wo ich hier welche finden kann? Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Tauren-Schamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es 5 am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das ist so ein Mist. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Weißt du, wo... Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier... Aber der... Das stimmt, die Pilze... Das heißt... Tut mir leid. Dann habe ich ein... Gut, ich dachte... Ich muss weiter. Mach's gut. Anhaltspunkt geben, weiß die Frau was. Oh, ich mag nicht mit der reden. Hallo, hast du eine Ahnung von Geisterpilzen? Na, wie geht's? Ja, ja. Nee, Schild und so gerne. Nochmal zum Zombie oder zum Gulliver. Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Er hätte sagen können, versuch's mal dort und dort. Hallo. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ich muss weiter. Lass dich. Dem Bullen jetzt sagen, der hier hat keine mehr. Ist das jetzt wirklich so ein Hin- und Herschicken wegen Gequatsche? Ich höre dich. Genau. Ich habe mit dem Chef der Untoten über die Pilze gesprochen. Er sagt, du hast sie alle geerntet. Es gibt erst in einigen Monaten neue Pilze. Lüge, das kann nicht sein. Ich brauche diese Pilze. Ganz ruhig. Vielleicht kann ich dir einfach einen Eimer Whisky besorgen und du gehst mal auf eine andere Art auf Seelenwanderung? Nur die Geisterpilze lassen mich mit meinen Vorfahren sprechen. Ich brauche die Pilze. Los, besorg sie mir. Ja, woher denn? Ich gebe dir alles, tue alles. Nur bring mir die Pilze. Woher? Mann, du hast ein Problem. Du bist drogensüchtig. Bis dann. Möge... Ich nehme an, wir können ihn immer noch nicht betrügen. Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. Grün? In Ordnung. Damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Fehlt nur noch der modrige Geruch. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Boah. Riech jetzt mal. Das wird reichen, danke. Gern geschehen.
Das ist aber eine nette in gewisser Weise. Ich muss weiter atmen, mein Herzschlag spüren. Lass dich! Ja, hoch. Müssen wir halt mal ein bisschen tricksen. Muss halt mal normale Champignons rauchen oder was das hier sind. Bitteschön. Schau mal, Geisterpilze. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Oh Gott. Und was ist nun mit dem Regentanz? Ich höre dich. Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze, das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen. Wie nett. Hoffentlich brauchen wir... Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Toll. Das ist doch genau das, was du wolltest. Und nun entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Pilze versuchen. Okay. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Ich hoffe, dass wir nie wieder mit dem reden müssen. Die Pilze werden ja keine Wirkung zeigen. Okay, ich brauche aber keine Zeugen, wenn ich mich jetzt im Affen mache, oder? Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Und? Leider gar nicht. Dann werde ich wohl... Ich muss weiter. Also doch. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Oh, die ganzen Farben sind weg. Tanze den Regentanz. Also gut. Oh Gott. Ah. Verflucht. Da, das war schon gar nicht schlecht. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen blöd. Tut mir leid, wenn ich geschwiegen habe, aber... Vor den Pfeiltasten steht mein Mikro, dummerweise. Gut, wie machen wir das jetzt? Müssen wir mal kurz das Mikro umlagern. Aber auch nicht zu weit weg, sodass ihr mich noch hören könnt, oder wie? Und irgendwie, dass es nicht umfällt, wenn möglich. So. Das ist ja... Oh Gott. Okay. Ganz ruhig. Wir haben Zeit. Oder auch nicht. Also gut. Das ging aber vorhin besser. Verflucht. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Ja, das befürchte ich auch, Nate.